Hallo zusammen, ich hatte Besuch aus China von unserem Lieferanten für diese drei Batterien. Wir haben im Sortiment drei Batterien, er hat noch mehr. Wir haben eine 100 Ampere, eine 150 Ampere Stunden und eine 200 Ampere Stunden. Wir haben ein paar Sachen besprochen und das geht heute. Die Preissituation, After Service, Garantiebedingungen und sonst noch zwei, drei Sachen. Das Wichtigste, was euch interessiert, oder er hat sich dann nach dem zweiten Besuch gesagt, wir haben Absatzprobleme. Und zwar ist das so, wir hatten einen Caravan-Boom, da wollte jeder einen Camper ausbauen, jeder hat eine Lithium-Batterie gebraucht, viele haben Batterien gekauft, viele haben Batterien ans Lager gelegt. Diese Lagerbestände sind jetzt noch da. Zu guten Preisen, er hat nicht gejammert, er sitzt fett im Saft, sag ich mal ganz frech. Aber jetzt hat er das Problem, dass diese Absätze zusammengebrochen sind. Er hat ja auch eine neue Halle gebaut, sie haben expandiert, sie haben auch mehr Leute eingestellt und der Absatz der Lithiumbatterien für den Campersektor, für den Freizeitsektor sind zusammengebrochen. Und er hat gesagt, warum es bei mir zusammengebrochen ist, genau aus diesem Grund, diese Selbstausbauer, die wir hatten, die haben jetzt eine Batterie gekauft, die sind umgerüstet. Und die anderen, die keine Lithium-Batterie drin haben, die haben jetzt noch eine Bleibatterie drin. Die sagen, ja, geht ja, kühlt ja, macht ja, ich warte jetzt mal ab. Das war richtig, sage ich mal ganz frech. So eine 100 Ampere Lithium-Batterie, die hat ja früher 1000 Euro gekostet, 1000 Schweizer Franken gekostet oder noch mehr. Das war jetzt vor 2 Jahren. Wir kriegen jetzt eine neue Ladung, die hätte eigentlich schon vor dem Besuch hier sein sollen. Er wollte das anschauen, wie die ankommen. Weil wir haben ein Problem, dass die Batterien kommen und die sind nicht geladen. Problem ist, Sie können die Batterien aus transporttechnischen Gründen nicht vollladen. Das sind nur etwa 20% geladen. Wir nehmen also jede Batterie raus, laden die voll und stellen sie bei uns ans Lager. Weil wir haben ja das Problem, dass Leute dann die Batterie kaufen und das hatten wir in der Vergangenheit, die bauen sich einen Bus aus, das ist eine kleine Sache, wir kaufen Batterie, wir kaufen Kühlschrank und stellen dann die ins Lager. Wir haben jetzt solche, die wollen jetzt losfahren, die Batterie haben sie 2020 gekauft, 2021 gekauft, haben die ins Wohnmobil gestellt oder sogar in den Keller und haben die Batterien rumstehen lassen. Wir haben die Batterien damals teilweise mit 20-30% Kapazität ausgeliefert und wenn wir denken, dass wir 3 bis 5 Amperestunden Verlust haben pro, also Selbstentladung haben pro Monat, dann war die irgendwann leer. Bei 10 Volt schaltet die Batterie, gibt es eine Meldung aufs App, wenn man das App nicht installiert hat, geht natürlich auch nichts. Dann bei 10 Volt, bei 8 Volt meldet sich das BMS ab, das heißt das Batteriemanagement hier oben im System meldet sich ab, das ist auch nicht mehr auffindbar. Und dann kann man die Batterien noch ein bisschen laden. Aber wir haben Kunden gehabt, die sind hierher gekommen, da war die Zellenspannung auf 1 Volt unten. Wir haben die Möglichkeit, teilweise so Batterien wieder zu wecken. Das geht rund eine Woche. Mit einem Schwachstrom können wir vielleicht die Batterien holen. Aber wir haben keine Erfahrung, ob die dann gesund sind. Also das Holen ist machbar, wenn sie tief entladen ist.
Das gilt nicht nur für die Wemo-Batterien, weil unser Hersteller, der hat natürlich auch andere Kunden in Europa. Ich habe da eine ganze Liste rausgesucht, bekannte Firmen vielleicht wie Fritz Berger, ja, Ultimatron in Frankreich und andere, die haben ja theoretisch die gleichen Batterien, die haben das gleiche Problem. Aber jetzt zum Preis, die Batterie hier mit 1150 Ampelstunden, die war bei 1500 Euro, Franken. Jetzt haben wir sie für 980. Und es wird noch viel schlimmer. Weil der Chinese hat keinen Absatz mehr, der hat uns wirklich gute Angebote gemacht, aber die Batterien sind nicht hier. Die sollten kommen, da mache ich sicher ein Video dazu, wenn die dann definitiv da sind, geladen sind und bei uns am Lager stehen. Wir haben auch Sachen angesprochen, wie die Garantie, also er hat gesagt, defekte Batterien, die ersetzt er uns, mit der nächsten Lieferung kommen neue Batterien. Aber der größte Teil der Batterien ist nicht defekt, sondern da zeigt die Füllstandsanzeige nicht sauber an. Oder eben eine Tiefentladung. Mit der Füllstandsanzeige habe ich gestern ein Video gemacht über die Ultimatron-Batterie. Ist natürlich die gleiche, wie wir haben, aber da seht ihr, wie ihr das korrigieren könnt. Oder warum es dazu kommt. Aber wir haben teilweise Probleme, dass die Batterie, also wir haben kaum Probleme, außer dass es Tiefentladen, aber das ist ein Kundenproblem, nicht ein Problem der Batterie. Das sagt unser Lieferant wirklich, das ist, da können wir nichts machen. Das ist Physik. Wir kriegen jetzt von ihm noch die Anleitungen, Videos und so weiter. Wir haben schon die Batterien zum Öffnen, aber da gibt es noch ein paar Tricks, wie man die noch schneller öffnet. Dann können wir die Batterien öffnen. Wir haben dann Zugriff auf das BMS. Wir können dann einen neuen Software draufspielen oder Parameter verstellen. Also wir können diese Batterien in Zukunft reparieren. After Sales Service. Was ist, wenn die Garantie abgelaufen ist? Bei uns ist die nur 2 Jahre. Es gibt Firmen, die sagen 7 Jahre, aber die verkaufen keine Batterien. Da kann ich nur lang marketingtechnisch betreiben, dass wir da große Batterien haben. Aber ein After Service, wer bietet euch das an? Hier ist der Besuch aus China. Wir sehen die 4 Köpfe. Meine Wenigkeit, der Big Boss von unserem Lieferanten, seine Verkäuferin oder eine der Verkäuferinnen, die sich Europa betreut, technische Fragen war nicht dabei und von uns, sie spricht perfekt 3 Sprachen, von dem her, meine Wenigkeit kann kein Englisch. Ich bin nicht unter einer Besatzungsmacht groß geworden. Hier verlinke ich euch das Video über Ultimatron, das Problem mit dem Wiederherstellen der SOC-Anzeige oder dem Füllstandsanzeige. Und hier verlinke ich euch dann ein Video, was kommt, über die Batterien, die neu kommen, die jetzt noch hier sind, aber noch nicht bereit. Da müssen wir noch Fotos machen und so weiter und so fort. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.